Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Lords of the Fallen. Ja, wir sind endlich weiter und wir gehen einfach mal hier durch, wo wir den letzten Gegner besiegt hatten. Ehrlich, da ist noch was. Er hat uns doch was da gelassen. Nein, ja. So, was ist das? Pfeilspitze, Faustwaffe, Kommandant, Schild, Umschild. Mal gucken. Schild. Wie ist das eigentlich mit den Waffen? Na, das ist ein Großschwert, das kann ich nicht benutzen. Das ist auch zu hart. Ey, yo. Nice. Okay, wir sind jetzt im Denkmal. Aus dem Weg. Was Neues passiert? Ein Mann namens Caslor. Moment mal. Ich kenne dich. Du solltest im Gefängnis sitzen. Jeder kennt deine Verbrechen. Lang ist es her, Hauptmann. Du bist ein Tier und gehörst in einen Käfig. Was hast du hier unter den Tapferen zu schaffen? Caslor war ein Idiot, dich rauszulassen. Ich bin hier, um meine Arbeit zu tun. Falsch. Meine Männer sind hier, um ihre Arbeit zu tun. Ich kann nur raten, warum du wirklich hier bist. Aber sicher hat es mit Beute zu tun. Irgendwas von Wert gibt es hier sicher für dich zu holen, was? Glaub doch, was du willst. Pass lieber gut auf dich auf, Harkin. Ich suche jemanden in der Zitadelle. Vielleicht hat Caslo keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem wie dir einzulassen. Aber mir reicht ein Blick, um zu erkennen, was du wirklich bist. Bleib schön hier draußen. Er sucht nach dem Ort, von dem aus die Roga in die Abtei eindringen. Geh zum Friedhof. Du hast hier Feinde. Und zwar nicht nur die Roga. Geh jetzt und bleib von mir und meinen Männern fern. Netter Junge. Sehr netter Junge. Dankeschön. Lass mich nicht durch. Jetzt darf ich einen Umweg gehen. Und dann sind schon wieder Gegner. Ich liebe dieses Spiel. Eigentlich nicht. Hallo? Au. Du bist neu. Hallo. Ich bin, wie auch immer ich heiße, aber ich bin ja. Leute. Hallo. Oh, sein Schild ist ja mal richtig der Scheiß. Wie mache ich das denn bitte? Alter. Ich verrecke an einem Gegner. Ich sehe dir nichts. Scheiß Ast. Boah, Alter, ich sollte dich gleich absägen, du Ast. So. Ach, da hinten ist wieder. Moment, wie kann ich nochmal Stealth gehen? Jo, so kann ich Stealth gehen. La la la. La la la. La la la. Du kleine Vorrate. Und. Macht aber auch immer den gleichen Move. Zack, zack, die Dack, Back, Lack. Och, netter Junge. Au. So. Ich glaube, da muss ich weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich weiter muss. Jedenfalls ist hier ein Speicherstein. Da hätten wir auch bis hier hingehen können. Das letzte Mal, aber das kann man ja nicht wissen. Wie viel Erfahrung habe ich noch? Kann ich jetzt endlich mal die Attribute weitermachen? Hiervon kann ich ja nichts benutzen. Hier. Oder ich brauche 12. Heißt das, ich brauche 12
Zauberpunkte? Das kann vielleicht sein. Ach du Heilige. Das kostet ja mal viel. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich renne ja schon ein bisschen komisch, aber... Ach du Heilige, ist das ein fetter Ding. Oha. Ist ja schon fast ein Endgegner. Oha, und einstecken kann er auch viel. Ah, manchmal steht er so dreimal zu. Man muss manchmal auch seinen Gegnern lernen, also. Wow. Nimm das! 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 Oh. Oh. Diese verkackte Scheiße! Kann er hier irgendwie. Boah. Der gibt mega heftig. Ich gehe gleich wieder zum Speicherkristall, wenn er so weitergeht. Oder ich sterbe. Oh mein Gott, Alter. Ach so, dass wir den schlägen, das kommt doch auch auf die Ausdauer auf. Oh, yo. Ninja Move oder was war das gerade? Oh mein Gott. Gott, Alter, kotzt mich das Spiel jetzt schon wieder an. Alter, 5 Schritte weiter und schon wieder aus dem Sterben. Ich wollte Stealth gehen, verdammt. Ich bin... Lass mich hier durch. Der verfolgt mich. Ha. Kommt der jetzt auf einmal her? Leute. Yo! Wo kommen die beiden jetzt auf einmal her? Gut. Gott, Alter, ich... Oh mein Gott, Alter, wieso haben andere auch ein Schild? Das ist voll unfair. Und das tut weh. Oh mein Gott, Alter. Und ich bin jetzt schon wieder am Sterben. Ich hasse dieses Spiel. Wie kann man nur das spielen? Aber ich finde es ja irgendwie auch cool. Ja, komm hier. Ja, erster Treffer geht immer, oder was? Och, leck mich doch. Ey, komm, ganz im Ernst, ich habe auch nicht auf sein Schild geschlagen. Mein Gott, Alter, wie... Ich glaube, ich schlage jetzt die ganze Zeit auf ihn ein, bis er ganz tot ist. Sterb. 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 Wow! Ey, komm.
Ey, komm! Na gut, aber ich habe jetzt die super Lösung. Wie ich daran vorbeikomme. Ein Freund von mir hat gesagt, es kommen noch einfachere Stellen. Das ist keine von ihnen. Und zack. Na sauber. Verzieh dich. Ich bin ja so kurz davor auszurasten, ne? Also. Mein Gott, Alter. Spinne 2.0 oder was? Och, jetzt lass mich doch einfach durch. Wieso haut der jetzt immer wieder ab? Geht doch. Ich mach das immer so. Lalala, du kriegst mich nicht. Lalala, du kriegst mich nicht. Au. Okay, so kriegt er mich schon. Wie beim Kommandant. Oha. Der hat mich aber ganz schön verfehlt. Alter. Ich mach's jetzt stealth. Oh ja, leck mich doch. Lalala, du kriegst mich nicht. Wow, das war ja mal eine Kombo. Der ist fast tot, aber jetzt kommt... Oh mein Gott, Alter, bitte kommt keine verseuchte Leiche. Hey, komm weiter hier hinten hin. Ich bin hier. Komm her. Ich mache aber Schaden. Nein, komm, steh auf. Was ist mit dem Stein los? Kann ich wohl gerade nicht benutzen, wenn hier ein Gegner in der Nähe ist. Es tut mir leid, Leute, aber es ist einfach so. Langsam kommt man auch zum Ziel. Oh mein Gott! Jetzt erstmal woanders hin. Leck mich doch alle. Okay, hier geht's nochmal nicht weiter, aber da hinten geht's ja noch weiter. Jetzt geht. Daneben, daneben. La 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 la. Komm nicht gleich so.
Lage gerät außer Kontrolle. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen Zuflucht. Wir können keine weiteren hereinlassen. Sonst verhungern wir alle. Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen. Ich verstehe seine Beweggründe, aber das sind Menschen. Er sollte sie retten. Erstmal markieren. Meine Fresse. Noob-Technik. Noob-Technik hat funktioniert. Nächster Runde Noob-Technik. Oh, du Scheiß. Meine Güte. Okay, Noob-Technik. Haha. Niemals seinem Gegner den Rücken zuwenden. Das habe ich gelernt. Ja, jetzt kommt eine Leiche, die irgendwie zweimal aufersteht. Dann er stirbt. Ausgebrannter Wachturm. Erstmal benutzen wir das hier. Bevor wir irgendwas anderes benutzen. Benutzen? Ihr braucht etwas, um ein Signal zu entfachen. Oh, was? Ich fühle mich ja gerade so, als wäre ich ja genau, als wäre ich hier. Cool. Jetzt nur noch irgendwo hier gleich ein Speicherkristall wäre, wäre ich auch noch sehr verbunden. Oder das nächste Mal sterbe, dann bin ich auch weg vom Fenster. Okay. Ja. Keine Truhe, gar nichts. Nö. Ist denn hier die andere Tür? Ah! Eine leere Flasche! Oh, Leute! So, meine Fresse. Das ist meine vierte Nachtwache. Die ersten drei waren ruhig, bis auf die Gerüchte, die sich unter uns verbreiten. Was denn? Gerüchte über Hiroga. Hä? Sie sind nirgendwo zu sehen, doch da ist ein Leuchten am Horizont. Die Dörfer brennen. Und das Portal! Scheiß drauf, was er sagt. Portal. Das ist wahrscheinlich noch für den Kommandanten. Das öffnet sich ja nur, wenn man einen getötet hat. Überleben, plündern. Ach du Heilige. Wow. Licht. Die Truhe ist verschlossen. Die Leichen. Und irgendwo ein Bogenschütze. Kommt aus dem Dunkeln. Und er kommt von da. Ja, das Portal machen wir eben noch zu Ende und dann haben wir auch das, was wir wollten. So.
So, so. Ist die Truhe jetzt auch verschlossen? Nein. Seht, Kinder, es wird was geben. Kampfstab. Was soll ich mit dem Kampfstab? Ich bin ein verdammter Krieger. Licht. Hallo? Hey, yo. Au. Ach, lass mich doch mal eben durch. Ich weiß auch nicht, wo der Bogenschütz herkommt. Da rechts. Du hast hier mal nichts zu halten. Das nichts? Ja, die Truhe habe ich doch schon geöffnet. Hatte ich die noch nicht geöffnet? Lol. Und jetzt? Licht, was sagst du jetzt? Das andere Reich. Lol, das war alles. Okay, und wo bin ich jetzt hier? Oh lol. Im Kreis gelaufen. Dann gehen wir eben noch zum Speicherkristall. Ach, melde ich ab hier. Der ja gleich da rechts ist. Dann werden wir schauen, was nächstes Mal passiert. Oder ich sterbe hier noch davor, aber das glaube ich nicht. So. Kann ich ihn noch benutzen? Kristall? Oh ja. Gesundheit gefüllt. Oh, wir haben sogar 4 Heiltränke jetzt. Und ja, damit beenden wir heute die Folge von Lords of the Fallen. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und ciao.